Hallo und herzlich willkommen zurück bei Far Cry 6. So, wir haben ja noch einen Auftrag bekommen von diesem Bembe. Ja, wir müssen jetzt den Raphael treffen. Und wenn wir die Mission geschafft haben, haben wir die Schulden von Paolo alle beglichen. So, was hast du denn hier für ein Flugzeug? Was ist denn das? Das sind nur 400 Meter. Komm, die laufen mal. Die laufen mal da geschwind hin. Na, mag er da nicht hoch? Gut. Also der wie hieß er jetzt? Der Bembe, das ist ein ganz schöner Arsch, mal ganz ehrlich. Aber die Synchronstimme von, nicht James Woods, sondern Woody Harrison, gell? Kommst du zurecht, oder? Nicht ablenken lassen, weiter dem Ziel folgen. So, was haben wir denn hier für einen kleinen Laden? Melonen, ha? Hey. So einen kleinen Obsthändler und Gemüsehändler. Da ist irgendwas abgefackelt. Noch ein neues Foto, was ist denn das? Das kennen wir doch schon. Ah, hier so ein Schrein wieder. Ist es im Haus? Nee, vorm Haus. Danke für diesen Segen. Inga, das Militär hat sie. Bembe. Warum gibt's überall, wo du mich hinschickst, Ärger? Mutmaßungen sind Zeitverschwendung und Zeit ist Geld. Nimm die Sache selbst in die Hand, Rojas. Und zwar schnell. Raphael ist da irgendwo. Schleichen wir uns doch an, oder? Das muss Raphael sein, Geisel. Scheiße. Mann, bin ich gut. Das war gut. Der Rest war Kacke. Ganz ruhig. Ja, gleich. Bitte, ja, hol mich hier rauf. Schon dabei. Schnell. Lauft, komm. So, und jetzt zu dir. Muchas gracias. Hierher. Gracias. Hat Bembe dich geschickt? Si.
Bist du Raphael? Ich habe Papiere für dich. Sie liegen im Truck in der Nähe. MBs Kunden stehen drauf. Beeil dich besser. Und was machst du? Ich gehe zurück in mein Atelier. Ich muss noch mehr Kunst erschaffen. Bembe, ich habe deine Kunden und deine Papiere von Raphael. Okay, Rojas. Dann bring meine wertvolle Fracht zum Hafen. Ja, okay. Da bin ich aber gespannt, wie das jetzt aussehen geht. Wahrscheinlich mit so einem Kurier. Ja, das ist so eine Kurierfahrt wieder. Ah, da bin ich ein ganz großer Fan von. Das fand ich bei Resident Evil schon so furchtbar. Diese Escort-Service. Nee, nicht Escort. Wie heißt das? Wie heißt das jetzt nochmal? Ja, doch. Geht es allen gut da hinten? Fahr ich im Panzer? Vamonos! Nee, ein LKW. Ja, ich bin im Truck. Das Boot wartet. Beschädige die Ware nicht. Ware? Ich hab hier ein Laster voller Menschen. Nein, Danny. Das ist ein Laster voller Geld. Und zwar mein Geld. So, wo muss ich jetzt lang? Karte. Wo muss ich langfahren? Da bin ich jetzt. Da muss ich hin. Na, da fahre ich ja schon völlig falsch. Da oben hoch muss ich auf die breite Straße, oder? Wir wollen doch nur weg. Ja, ja, alles gut. Vorsicht, rechts vor links. Oh, das ist auf Zeit. Guck dir das an. Huch. Tick, tack, Danny. Das Boot wartet nicht ewig. Ich weiß, ich weiß. Katastrophe. Papiere. Ein Moment, Weihnachtsbäume? Wachsen die denn hier? Mexikaner zahlen echt einen Haufen Geld dafür. Was denkst du, wie Castillo Marias neues Gesicht bezahlt hat? Na gut, weiterfahren. Der Scheiß funktioniert? Bembe ist hoffentlich hier. Hier drüben. Du machst wunderbare Arbeit. Sicher werden unsere Freunde das zu schätzen wissen. Momento, amigos. Hier ist nicht eure Haltestelle. Was zum... Die nicht? Geschäftsausgaben. Was zur Hölle soll das heißen? Mein Talent ist der Handel, Rojas. Warum überlässt du dir nicht mir und konzentrierst dich auf dich? Lauf zurück und sag Paolo, dass er gehen darf. Vaya con Dios. Ein Arschloch. Wahnsinn. Gute Neuigkeiten. Du bist Bembe los. Das waren ja echt üble Schulden. Gracias, Danny. Aber das bleibt unter uns. Talia hast alles, wofür Bembe steht. Ich schulde dir was. Aber Talia und ich werden nach wie vor von dieser Insel fliehen. Partyfly. Mhm. Okay, super. Ups. Mission haben wir geschafft. Schatzsuche. Eine Schatzsuche wäre eigentlich auch mal was Nettes, oder? Zur reinen kleinen Abwechslung. Die Hype-Bombe. Aber wir hatten hier noch Missionen. Was war das denn? Der große Knall? Ist eine Geschichte? Und die Ketten brechen. Das war Thiele.
So, da werden wir doch jetzt als erstes mal wieder hier zurückreisen. Das ist alles nichts Genaues. So. Diese Ansicht ist echt furchtbar. Was? Wer sagt denn das? Da kriege ich aber ein Auto. Ein Hubschrauber wäre mir da eigentlich lieber. Wo steht er? Da. So, hart links, nein, nein, nein. So, muss man ja gleich da sein. Geht ja relativ zügig mit dem Ding. Oh, nee, oder? Komm ich da durch? Ja. Das sieht hier alles ziemlich verkommen aus. Wir fahren echt fast 90. Da jetzt einfach so querfeld ein hochballern oder komme ich wieder in so eine Straßensperre rein? Nein, wie hätte ich das machen sollen? Mich beamen? Hey, du bist aber empfindlich. Ich reagiere allergisch auf dumme Sprüche. Ich melde mich, wenn ich da bin. Talia, ich bin beim Zoo. Gut, ich bin oben auf Labadidorda, dieser riesigen Schiffsschaukel. Okay, ich finde dich. Jetzt. Ich benötige einen Schlüssel. Okay. So, wie komme ich da jetzt rein? Ist der Schlüssel hier vorne irgendwie vielleicht? Irgendwo hier vorne? Gleich mal hochgehen auf den Aussichtspunkt und zu schauen, was da für Leute sind. Fick dich, Castillo. Tolle Wurst. Ah, ich hätte auch durchlaufen können, okay. Boah, diese Musik schon wieder. Da ist die Schiffsschaukel. Ich dachte, die wäre jetzt im Bereich. Naja, gut, okay. Richtig verschätzt. So, wie komme ich da hoch? Ach, hier ist die Leiter. Immer erst gucken, bevor man Fragen stellt. So. Ja, ich bin noch da. Alles gut. Was hast du vor?
den wir hier abziehen, ein Ende setzen. Castillo wiederholt die Geschichte. Meine Geschichte. Yara wurde von Sklaven erbaut und mit Viviro läuft es genauso. Herr Präsident ist Afro-Yarana und bemerkt die beschissene Ironie nicht mal. Er hat da unten unschuldige Menschen. Menschen aus unserer Show. Wir hatten einen Auftritt in Esperanza. Es kam zu Tumulten und Castillos Propagandaministerin Maria Marquesa hat uns auf die schwarze Liste gesetzt. Die hat mich in ihre Akademie eingesperrt und wollte mir das Gehirn waschen. Aber ich hatte Glück. Paolo hat mich rausgeholt und meinte, ich soll das vergessen. Aber ich kann nicht. Nicht, wenn da Menschen eingesperrt sind. In Käfigen. Die müssen in ihrer Scheiße schlafen, so wie ich damals. Ich kann sie nicht befreien. Aber du, rette sie. Dann retten wir die mal. Aber das immer wir die retten müssen. Wir werden ja ganz alleine gelassen. Ja, sicher. Ich muss mich beeilen, sonst gibt es Tote. Diese Leute zu befreien. Oh, hier stehen auch schon welche. Das war gut. Theoretisch müsste doch da jetzt einer sein. Oh, Mano. Geiseln. Ein wahrer Yarana schämt sich nicht, mit den eigenen Händen zu arbeiten. Mit unseren Händen erschaffen wir das. Es war doch gewollt. Schlüssel. Aber erst sich alle freilassen. Jo, mach mal. So, ist schon mal offen. Damit die Verstärkung auch reinkommt. Genauso wie hier. Bitte, solange ihr könnt, lauft! Bitte lass nicht zu, dass sie noch jemanden... Bewegung, ich habe jede Nacht gebetet, dass die anderen, por favor, oder sie schicken sie in die Lager. Das erste Schloss war das hier von diesem Tiger. Aber da ist nichts mehr drin, gell? Nee. Es steckt ein Dolch im Herzen Jaras. Nein, es ist nicht hier oder ausländische Einflussnahme. Nicht einmal in der Tat. Was Yara tötet, was uns tötet, ist Toleranz. Hol mich hier raus! Wir tolerieren die, die anders sind als wir. Wir landen doch uns schon. Beleidigte Meinung, Gesetzesuntreue und Krankenhaft. Geht, solange ihr könnt. Toleranz ist nur eine Ausrede. Volle Konzentration, ich bin wieder viel zu ruhig. Setzen wir der Toleranz ein Ende. Packen wir den Dolch der Schwäche mit beiden Händen und reißen ihn uns aus dem Körper. Nur so kann Yara wirklich genesen. Wo ist er? Wie können falsche Yarana so schicke Sachen haben? Also, was willst du? Ein Kutter hat meine goldene Uhr und neue Schuhe bekommen.
So. Symptom, hundertprozentig. Ganz genau, so sehe ich das auch. So, drei müssen wir noch da rausholen. Eins, zwei. Jemals rauskomme. Jeder Jarana muss sich fragen, auf welcher Seite stehe ich. So. Geht, solange ihr könnt. Die wollten uns an die Hunde fassen. Thalia, Sie sind in Sicherheit. Gut, aber das reicht noch nicht. Jara muss sehen, was Castillo da tut. Warum sie nicht still sitzen dürfen. Hier sind überall Sicherheitskameras. Ihre Aufnahmen könnten viele Menschen überzeugen. Scheiße, ja, Dani. Wir senden die Aufnahmen. Bichu wird wissen, wie wir möglichst viele Leute damit erreichen können. Ich suche nach der Steuerzentrale. Wow. Reine Katastrophe hier. Das ist die Steuerzentrale. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da noch was kommt. Aufnahmen müssen hier drin sein. Ein wahrer Jarana schämt sich nicht, mit eigenen Händen zu arbeiten. Mit unseren Händen erschaffen wir das Wunder, bitte, wie Nero. Mit unseren Händen. Oh. Jetzt geht's los. Okay, die Aufnahmen. Jetzt kriegen wir gleich Besuch. Dani, die Soldaten kriegen Verstärkung. Komm, der Download ist noch nicht fertig. Du wirst dann Scheiß von der Granate. Es steckt ein Dolch in den Herzen Janas.
Na komm. Boah, die sind so aggressiv. Nachladen. Da kommt sie. Schon, komm schon. Diese. Ich hab's. So, jetzt auch perfekt. Komm. So, nu? Schalte die Verstärkung aus. Okay. Ups. Sorry. Geh weg da. Alter, geh weg mit deinem scheiß Flammenwerfer, zu fix. Ich war im Wasser. Katastrophe. Boah, muss ich das jetzt alles normal machen, oder? Diese blöden Typen mit ihrem blöden Flammenwerfer. Nochmal. Das ist ja das nächste. Da drüben ist ein Alarmknopf, gell? Diesen Alarmknopf haben wir ja ausgeschalten. Heute kommt keine Verstärkung, so. Ihr Säcke. Sicherheitsschlüssel. Die Aufnahmen müssen hier drin sein. Okay, die Aufnahmen. Danny, die Soldaten kriegen Verstärkung. Oh, der Download ist noch nicht fertig. Hilfe!
Oh oh. Scheiße, beeil dich. Und verrecke. Was ein Scheiß. Das sagst du, kannst du echt laut sagen, das ist echt krass. Nun komm, 81%. Das ist diesmal besser gelaufen, oder ist weniger gekommen, weil ich einmal gestorben bin. Passt sich das an? Ich weiß es nicht. 88%, komm, die letzten 12. Komm, 95. Der ist vom Blitz getroffen worden. Wie geil. Fertig. Na endlich. Und weg. Talia, hier unten ist alles sauber. Und ich habe das Filmmaterial. Jetzt verstehe ich, was Clara an dir findet. Das wird Maria nicht vertuschen können. Keine Angst, ich werde Libertad als Quelle erwähnen. Mach einfach dein Ding, Talia. Okay, wir treffen uns an der beschissenen Anton-Statue am Haupttor. Das ist es wert. Muss sehen. Vertrau mir, Dani. Vertrau mir. Ach, da muss ich lang. Oh, 122 Meter. Das haben wir gleich. Perfekt. Ach, komm. So viel zum Thema haben wir gleich. Da müssen wir uns mal hinfinden. Da ist es aufgesperrt, glaube ich, gell? Weiß es gar nicht. Ja, das hat man aufgesperrt. Sehr schön. Talia, wo zur Hölle bist du? Da, das ist Antons perfektes Zebra. Das ist ein bemaltes Pferd. Sieh, aber es macht mich berühmt. Schieß ein Foto. Beeilung! Mach das perfekte Foto! Entsteh! Und du kannst was erleben. Ich kann gut mit Tieren. Ja, das sieht man. Stabiles Mauerwerk. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wunderbar. Schön. Die war doch gerade da. Warum... Ist jetzt wieder weg, die Talia. So, wo ist sie? Die ist hier. Da reisen wir hin zusammen und dann machen wir Folgenende. Sauber. Saubere Nummer. Bin leider gestorben, aber war okay. Ja. Wegen diesem Flammenwerfer-Typen. Ja, gut, okay. Perfekt. So. Da gehen wir als nächstes hin zur Talia und dann die nächste Mission. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, macht's gut.